Abkühlung gesucht. Jede Erfrischung, jede Möglichkeit, die Hitze auch nur ein wenig zu vertreiben. Ich hatte ein Handtuch für Kühlung. Das ist sehr heiß hier. 30 Grad, glaube ich. Strecke, Temperatur ist 50 Grad. 34 Grad im Schatten am Samstag. Die Sonne knallt, die Fahrer strahlen. Ich liebe das heiße Wetter. Und heißes Wetter bringt auch wie in Monza immer heiße Rennaction. Also darauf freue ich mich schon richtig stark. Rennaction zusammen mit der DTM im heißen Italien. Traumig wahr geworden, hier im Königlichen Park von Monza die High-Speed-Strecke, der Temple of Speed, durchzubrettern. Durch den Parco di Monza auf dem Autodromo Nazionale. Ich mag die Strecke, ich mag diesen Königlichen Park und die ganze Historie, die dazugehört. Also was Besseres kann dem Carrera Cup nicht passieren, als hier Rennen zu fahren. Rennen in Bella Italia, Sommer in der Lombardei. Mit Gelati zur erfrischend willkommenen Abkühlung. Es ist heiß im Porsche Carrera Cup, der gleich an den Start geht. Ein Schelm unter den Piloten. Einer, der oft da oben steht, so mittig, auf dem Podium. Ziemlich oft schon. Ich glaube, wir sind bei 34, wenn ich mich nicht irre. Aber im Endeffekt ist das Resultat natürlich, sind es diese Zahlen. Aber es macht einen schon, ja, schon stolz. Stolz auf 34 Siege, die er in der Pro-Am-Wertung schon holen konnte. 34 Siege, so viele hat in dieser Kategorie bisher nur einer. Rolf Ineichen, früher Carrera Cup, heute ADAC GT Masters Fahrer. Als Rennfahrer mit Porsche im Herzen verfolgt man natürlich auch den Carrera Cup nach wie vor. Ganz klar weiß ich, dass der Carlos Rivas dann einen guten Job macht in der Trophy-Wertung beim Carrera Cup. Und jetzt ist noch ein Sieg, der fehlt. Und ich drücke ihm die Daumen, dann natürlich auch Freude. Heute, wenn der smarte Luxemburger seinen 35. Pro-Am-Sieg einfahren kann, dann hätte er den Rekord. Das primäre Ziel ist gewinnen. Das andere kommt ja automatisch. Einen kühlen Kopf bewahren, gewinnen und dann feiern. Die Feier ist erst groß, wenn wir die Meisterschaft eingetütet haben. Dann ist die Feier groß. Daumen drücken für den nächsten Sieg. Viel Glück, Carlos Rivas. Erstmal ist also die Anspannung groß, und zwar bei allen Beteiligten der beiden Rennen in Monza. Und das sind knapp 30 in ihren Dienstgeräten. Mit Larry ten Forde auf der Pole. Es ist seine dritte in der laufenden Saison. Und damit zieht er gleich mit dem türkischen Rennfahrer Ayhan Can Güven, der für Phoenix Racing fährt und neben ihm in Startreihe 1 steht. Das hier ist das Jubiläumslogo für morgen, das 350. Rennen des Carrera Cups seit 1990. Alle Porsche tragen dies auf der Frontpartie, also auch der drittplatzierte Laurin Heinrich. Neben ihm der 16-jährige Maurice Schöring als der beste Rookie. Lucato ist der zweitbeste. Eine Reihe dahinter, Antonio Teixeira wird auf einem für ihn starken 11. Rang geführt. Und Carlos Rivas ist der beste Pro-Am-Fahrer auf Startplatz 19. Visier zu. Diese persönliche Abgeschiedenheit des Rennfahrers. Jetzt müssen diese Millisekunden hier einfach passen. Der Start. Hier wird der Grundstein gelegt. Ist irgendwie wie beim Hausbau. Das Fundament muss gut sein. Entschlusskraft, Mut und das Beherrschen des Caporsche am wirklichen Limit sind gefragt. Blitzschnelle Reaktionszeit, um dieses winzige Quäntchen an Glück eben keinen Gegner zu treffen oder getroffen zu werden, gehört noch mit zur Mixtur des Erfolges. Ich habe einen ganz guten Start erwischt. Ich wusste, dass Ayhan Can Güven nicht der beste Starter ist. Deswegen habe ich mir ganz gute Karten ausgerechnet. Das ist mir ganz gut gelungen. Ja, sehr gut sogar. Laurin Heinrich ringt Ayhan Can Güven nieder und setzt sich hinter ten Forde. Vorne läuft im Prinzip alles nach Plan. Ein Stückchen weiter hinten bei den Pro-Am-Piloten dagegen knirscht es. Unmerklich nur, aber mit deutlichen Folgen. Das war ein ganz leichter Kontakt, nur die Stoßstange, der Splitter, nichts ist kaputt. Nur die Art, wie der Reifen getroffen wurde, hat für einen Platten und eine gebrochene Lenkung gesorgt. Damit war das Rennen leider zu Ende. Over und aus. Abstellen, Feierabend für Bashar Mardini und Jesse van Kalk. Jemand hat mich berührt, ich habe da noch einen anderen berührt. Das war nicht mein Fehler, glaube ich, aber so ist es eben im Rennen.
Und der nächste draußen. Man kennt es in Monza, die erste Kurve, 30 Autos fallen durch. Ich habe aber nicht gemacht dafür. Als ich wieder aus dem Sandwich rauskam und mich wieder neu finden wollte, habe ich gemerkt, dass mein Lenkrad schief stand. Wurde einfach meine Spurstange verbogen. Eine Safety-Car-Phase. Der Pulverdampf hat sich gelichtet. Vor allem vorne, da sind im Groben die Positionen bezogen. Mit Ten Forde, Heinrich Güven und Kühler auf 1 bis 4. Es wird dieses feine Cup-Fahren zelebriert. Dieses Bewegen des 510 PS starken Boliden an der Grenze des Machbaren. Die saubere Linie in der Kurve gehört genauso dazu wie der aggressive Angriffsmodus, der beim Muss des Windschattenfahrens auf der Hochgeschwindigkeitsstrecke in Monza einfach dazugehört. Es ist einer der letzten naturbelassenen Dinosaurierkurse der Motorsportwelt. Und so will das Autodromo Nazionale im Königlichen Park in Monza auch gefahren werden. Auf den drei Hochgeschwindigkeitsgeraden und eben auch in den schnellen Kurven mit ihren Curbs, die wie Sprungschanzen wirken. Die Musik spielt in der Führungsgruppe, aber auch unmittelbar dahinter mit Dan van Kuik und den beiden Rookies Maurice Schöring und Sebastian Buß. Monza fahren vom Edelsten. Windschatten fahren. Die Positionskämpfe in den schnellen Ecken und die Fights auf den Geraden. Wo ist der Gegner? Wie sollte die eigene Linie sein? Muss ich verteidigen oder kann ich attackieren? Das gilt so ähnlich auch für die Pro-Ams, ein paar Plätze weiter hinten. Vor allem zwischen Kim Hauschild und Georgi Donchev rund um die zweite, dritte Position bei den Amateurfahrern. Gerangel, Fights, mal ein Verbremser, munteres Plätzetauschen der Protagonisten. Und das alles hinter wem? Klar, hinter Carlos Rivas. Der führt und sieht beim Blick in den Rückspiegel genau gar nichts. Vor allem keine Gegner. Die Mission 35. Laufsieg in der Pro-Am. Sie läuft. Kaum was läuft's. Bei Christopher Zöchling oder eigentlich zu viel, er rutscht immer wieder raus, kann das Auto und vor allem die Gasannahme des Motors kaum kontrollieren. Was im Rennen bei dem unbestrittenen Profi völlig unerklärlich aussieht, entpuppt sich nach dem Rennen als rätselhafter Defekt. Ein winziges, aufgewirbeltes Steinchen hat sich im Gasgestänge verfangen, verhindert das saubere Dosieren des Gaspedals. Seine Fahrt über die halbe Stunde ist für ihn eher ein Höllenritt. Andere liegen sauber vor. Sebastian Freimuth, der junge Berliner, geht bei seinem zweiten Gaststart im Carrera Cup beherzt zur Sache, legt sich mit dem sehr viel erfahreneren Lukas Grünefeld an. Und das Fehlerchen des eigentlich zu späten Bremspunktes gereicht ihm dann plötzlich zum Vorteil. Grünefeld kommt nicht mehr rein ins Eck, wählt den Notausgang. Das Kiesfeld gräbt die Rabatte um und hat das Nachsehen. Wenn er doch wenigstens irgendetwas sehen würde, zum Beispiel einen Hoffnungsschimmer, aber nichts läuft bei Julian Hanses. Nach dem Aufwärtstrend am Red Bull Ring hält Monza wieder motorsportliche Ohrfeigen parat. Für den Sieg kommen nur die hier in Frage. Ten Forde, Heinrich und Güven. Und der Niederländer aus der Mannschaft GP Elite zaubert Laufsieg und Tabellenführung hin. Die ersten paar Runden war ich ja gut im Rhythmus gekommen, konnte wegfahren und am Ende ja, das Rennen kontrollieren. Bin natürlich sehr, sehr zufrieden, mega happy. Klar, Laufsieg, 25 Punkte vor Heinrich und Güven und damit Tabellenführung für Larry Ten Forde. Bester Rookie wird Luke Hartog. Und mit P13 geht die Mission 35 Laufsiege für Carlos Rivas erfolgreich zu Ende. Carlos Rivas, der sich erneut einen Sieg in der Pro-Am-Wertung sichern konnte. Sein 35. Damit ist der Rekord geknackt. 35 Pro-Am-Siege im Porsche Carrera Cup Deutschland. Der neue Rekordhalter hat weitere ambitionierte Ziele.
Mein Ziel ist, Top 15 im Carrera-Cup zu fahren, was, glaube ich, für meine Verhältnisse schon sehr gut wäre. Und wenn ich also Top 15 schaffe oder besser, dann wäre ich sehr zufrieden. Gleich geht's weiter mit dem Carrera-Cup bei Sport 1. Gestatten Bastian Buß, einer der jungen Talente. Ich komme aus Kolding, Dänemark. Das ist etwa eine Stunde von der deutschen Grenze entfernt, also im südlichen Teil des Landes. Ich gehe noch zur Schule. Unterstützt werde ich von der dänischen Sportorganisation. Bastian Buß, einer der Rookies im deutschen Carrera Cup. 17 Jahre jung, vor Monza. Sein Geburtstag am Sonntag, dem zweiten Renntag. Ich meine von 17 zu 18, also da fühle ich mich persönlich noch nicht wirklich anders. Aber wer weiß, vielleicht werde ich ja ganz neue Sachen entdecken. Den Führerschein zum Beispiel. Bislang darf der schnelle Däne nur auf der Rennstrecke Gas geben. Der Führerschein wird sicher der größte Unterschied sein, ja. Damit wird es viel leichter für mich zu reisen, vor allem zu den Rennstrecken. Noch muss ich ja mit dem Team reisen oder mit meinem Vater, meiner Familie, wenn es zu einem Rennen oder zu einem Test geht. Da werde ich dann schon ein wenig unabhängiger sein. Vater Morten, Mutter Ricke und Schwester Marie, seine Familie. Sie haben mich von Anfang an unterstützt und es ist wichtig, eine Familie zu haben, die dich unterstützt, denn das ist der Grund, warum ich hier bin und Rennen fahren kann. Seine Mutter ist meistens nervös, aber oft auch aufgeregt. Ich versuche für ihn da zu sein, aber meistens bin ich nervös, ja. Ich bin stolz auf ihn. Meine Lehrer wissen, dass er Rennen fährt und manchmal fragen sie mich, wie es gelaufen ist. Seine Anfänge? Natürlich auf der Kartbahn. Auch hier war er immer unter den Schnellsten, mit gerade einmal 10. Das war mein allererstes Kartrennen, 2013. Gerade mal 2 Wochen, nachdem ich mit dem Kartfahren begonnen hatte. Seit 2020 ist der Däne im Porsche Carrera Cup zu Hause, startet in der Rookie-Wertung und gehört zum Porsche Talent Pool. Meine Ziele in diesem Jahr? Ich möchte die Rookie-Meisterschaft gewinnen und unter den 7 Besten in der Gesamtführung sein. Wenn die Pace da ist, möchte ich schon auch ein paar Mal auf dem Podium stehen. 18 Jahre wird er heute. Volljährig. Erwachsen. Der Sonntag in Monza und ein Geburtstag im Porsche Carrera Cup. Eine Überraschungsparty für den sympathischen Nachwuchspiloten. Lieber nicht so viel davon vor dem Rennen. Ich denke, es ist nicht so einfach, Geschenke für mich zu finden, aber ich habe ein T-Shirt von meiner Schwester bekommen. Das freut mich, denn ich habe mir eigentlich gar nichts gewünscht. Ich bin richtig glücklich. Und das Team hat ja auch noch was vorbereitet. Telugin my first day. Oh, look it. Telugin my first day. 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 Alles Gute, Basti. Happy birthday, Basti. Yay! Yeah. Hey. Eine gelungene Überraschungsparty. Ich habe damit nicht gerechnet. Echt klasse. Alles Gute zum Geburtstag, Bastian Buß. Und damit vom Modus Feierlaune zum Tagesgeschäft. Lauf 2 in Monza mit Tenforde Güven in Reihe 1, Heinrich und Köhler dahinter. Zöchling und ein sehr gut aufgelegter Van Buren in Reihe 3 und Morris Schöring ist bester Rookie. Und um den Port hier geht's. Der Pokal zum Jubiläumsrennen, das 350. im Carrera Cup. Ihn wollen alle. Ja, ich denke, der Schlüssel zum erfolgreichen Rennen wird wieder ein guter Start sein. Das ist sehr, sehr wichtig und dann sauber aus der ersten Schikane rauskommt. Danach muss man erst mal gucken, wie sich das entwickelt. Sammeln, fertig machen, Konzentration, den Fokus legen auf den Start und nicht zu früh losfahren wie Buß in Reihe 5. Lieber gut wie Larry Tenforde oder vielleicht sogar perfekt wie Ayhanjan Güven, die beiden aus Reihe 1. Ich hatte einen sehr guten Start, aber Ayhanjan hat just einen mega Start gehabt. Ich muss mal fragen, wie er das macht. Vielleicht will er mir das sagen. Bei den letzten 3 Rennen habe ich beim Start immer Plätze verloren. Daher war es wichtig für mich, richtig zu starten, gut wegzukommen und eine gute Traktion zu haben. Und genau das ist es, was du brauchst, um als Führender ins erste Eck zu biegen. Die Variante Rettifilio und Güven ist ganz vorne.
Hinter ihm tobt das pralle Leben, vor allem rund um Christopher Zöchling. Der wird ins Nirwana geschickt. Und im hinteren Drittel geht's einfach nur ums sportliche Überleben. Die erste Kurve ist schwer, wenn da so viele Autos gleichzeitig durch müssen. Ich habe dann gehofft, dass ich zumindest auf dem Platz ins Ziel komme, von dem ich auch gestartet bin. Alles davor wäre natürlich besser. Tja, und beim Bastian Buss, Devise, wenn schon Frühstart, dann aber auch richtig. Ich stand am Start, die Ampel ging aus und ich habe versucht, die richtigen Kupplungspunkte zu finden, wie man das so macht. Dann bin ich losgerollt und hatte somit eh einen Frühstart. Also hatte ich nur die Option, weiterzufahren. Das war das erste und hoffentlich letzte Mal. Die Strafe wird auf den Fuß folgen. Drive-Thru-Penalty, Haken dran ans Sonntagsrennen und fairbleiben. Wissen um die ausstehende Strafe und den anderen nicht im Weg rumstehen. Aber ein bisschen guten Eindruck kann man natürlich trotzdem machen und einfach noch mal zeigen, was man denn so drauf hat. Ayhan-Chan Güven vorne vor Larry Tenforde und Leon Köhler, dann Laurin Heinrich und eben Bastian Buß, der die Strafe noch antreten muss. Und der Notausgang für Sandro Kalbach. Luke Hartog, es geht um die Führung in der Rookie-Meisterschaft. Die Bestrafung von Bastian Buß wird ihm in die Hände spielen. Es gilt den Moment, es gilt diese Situation zu nutzen und bestmöglich zu punkten. Die Führung in der Meisterschaftstabelle der Nachwuchsfahrer herauszufahren. Feines Racing, so wie es in den 349 Rennen zuvor schon immer Standard war. Glücklich ist es gut ausgegangen. An der vierten Runde hatte ich einen Kontaktmoment gehabt mit Jesse von Kalk und er hat der Lenkrad gedreht und ja, er hat mich nicht gesehen, glaube ich. Wen Sie aber alle sehen, das ist Petrus. Der setzt plötzlich den Joker. Hat sich entschlossen, beim Jubiläumsrennen ein paar Wörtchen mitzureden. Ein sanfter Regenschauer bringt Stimmung ins Haus auf allen Plätzen. Alle sind auf Profilos und Slicks unterwegs. Ein Wechsel auf Regenpneus wäre zwar erlaubt, würde aber nichts bringen. Zu viel Zeit würde man verlieren. Es gilt, sich mit der Situation zu arrangieren. Gummiabrieb, Staub und die paar Regentropfen führen zu einem seifenglatten Geläuf. Ab jetzt ist richtig Vorsicht angesagt. Vorne rechts hatte ich ein Problem und meine Reifen haben nachgelassen. Und von da an habe ich nur versucht, gut ins Ziel zu kommen. Es war schwierig, mit den Jungs weiter mithalten zu können. Es geht ein wenig drunter und drüber und vor allem Ex-Sim-Racer Rüdi van Buren läuft zur Höchstform auf. Der Niederländer aus der Kartek-Mannschaft beginnt die Spitzengruppe zu hetzen. Er greift immer spürbarer in Richtung seines ersten Podiums im Carrera Cup, knackt einen nach dem anderen. Das sind seine Bedingungen. Knapp hinter dieser Führungsgruppe kämpfen Christopher Zöchling und Julian Hanses. Zöchling mal wieder mit dem Rücken an der Wand, aber genau dann ist der Routinier besonders gut. In der Anfangsphase des Rennens wurde er rausgedreht, kommt jetzt vom 24. Platz, ist schon wieder deutlich in den Top 10, hat Sichtkontakt zur Führungsgruppe. Genau wie Yuka Honkaburi und Antonio Teixeira, auch die beiden kratzen deutlich an den Top 10. Wie immer. Wenn das Wetter eine auch nur noch so kleine Rolle spielt, wird der Rennsport einfach klasse. Es sollte jedem Rennen ein paar Sekündchen regnen. Wir und die Spannung hätten nichts dagegen und auch ganz sicher der Rüdi van Buren nicht, denn jetzt beginnt seine Zeit. Er fährt schon vor Laurin Heinrich. Das Quintett an der Spitze ist auf null Abstand zusammengewachsen. Van Buren fährt eine eher exotische Off-Linie, schnappt sich den nächsten. Güven und Köhler müssen dran glauben. Der Niederländer scheint übers Wasser gehen zu können. Selbst ein Sieg liegt plötzlich im Bereich des Möglichen. Beim Sieg in der Pro-Am sieht's nach einem erneuten Rivas-Erfolg aus bis zu diesem Moment. Es zischt, es kracht, es staubt und es brennt in der guten Stube des Herrn Hauschilds. Es war eigentlich nichts Wildes. Da ist ein Stück Pickup, Reifenabrieb einfach auf der Bremsscheibe gewesen. Und der italienische Kollege hat dann halt ein bisschen panisch mit seinem Feuerlöscher da drauf gehalten. Aber eigentlich ein ganz normaler Vorgang, der fast bei jedem Boxenstopp auch beim Reifenwechsel hier passiert. Also das sah schlimmer aus als war. Wirklich schlimm sind die Witterungsbedingungen auch nicht, aber sie werden Stück für Stück ein wenig schlimmer. Und so lässt die Rennleitung das Safety Car draußen. Fährt das Rennen neutralisiert zu Ende mit dem Führen
anderen Larry-Tentforde vor Ayhan-Jan Güven und Rudi van Buren. Aber Güven kam unter Safety Car wieder an van Buren vorbei auf Rang 2 und dieses Überholen ist in dieser Phase nicht erlaubt. Aber das Ganze geschah zu Beginn der Safety Car Phase unter nicht einsehbaren Bedingungen für beide Fahrer, ist aber trotzdem verboten. Aus Gründen der Fairness entscheiden sich beide Fahrer, die Teams und die Sportkommissare nach Videostudium zu einem Platztausch. Er muss nicht tauschen, Sieger Tenforde. Man kann kein besseres 350. Rennen von Porsche haben. Es war Spektakel, es war unglaublich. Die beiden Landsleute können es kaum fassen, van Buren. Und sein größter Erfolg hier noch auf 3, später aber auf 2. Ein bisschen Glück mit dem Wetter, aber da muss das sein, um das zu optimalisieren. Und heute war ich glücklich, wie durch das Spiel kommen kann. Und der dritte Platz, sehr glücklich. Also in Wahrheit später der zweite. Toll gemacht und Güven also dritter vor Heinrich und Köhler. Und mit einem recht beachtlichen Vorsprung von 14 Meisterschaftspunkten reist Tabellenführer Larry Tenforde zum Heimspiel ins niederländische Zandvoort vom 9. bis 11. Juli. Zandvoort und die neue Steilkurve, die Bühne zur Eröffnung der zweiten Saisonhälfte des Porsche Carrera Cup Deutschlands.